Willkommen zurück zu Vampire Stone 2 Everlasting Blood mit eurem Let's Play Retro und... Und ich sehe Steve. Wir sind hier wieder im Kontinentaltunnel. Kommt das ja hin? Ist das ein Speicherpunkt? Okay, gut. Dann ist das ja auf jeden Fall der richtige Weg. Dann gehe ich erstmal nach oben weiter. Ja. Wir müssen hier effektiv ein Partymitglied nicht suchen, sondern um es zu erhalten, müssen wir für den Bürgermeister von Maridos hier einen Quest erledigen. Also, einen Quest, wir müssen hier Leute töten. Ja. Was sollten wir auch sonst machen? Und mal ein kleiner Geheimtipp von mir, ja, falls ihr euch irgendwelche Lego-Sets kaufen wollt, 6987, 6933 und 6887 sind tolle Sets. Alles klar, das war ein kleiner Flashback in Steves Kindheit. Mal so ganz random reingedroppt. Das war nützlich. Was war das jetzt gerade? Ich habe nicht drauf geachtet. Leere Flasche. Was können wir denn mit den leeren Flaschen genau machen? Wenn wir ein Blut aus, wenn wir ein Tier ausweiden, brauchen wir eine leere Flasche und dann kriegen wir einen Bluttrank. Ach so. So Blutviole. Nachdem was, wie weit wir skillt haben. Ach, ohne diese leere Flasche würden wir das gar nicht bekommen, okay. Cool. Richtig. Speicherstein, yay. Okay, das war quasi kein Gegenstand. Und da geht's hoch. Und da geht's dann scheinbar wieder hoch. Da werden wir dann wahrscheinlich auch später noch weitergehen. Genau. Weil wir müssen den Dungeon ja komplett erkunden und alle Geheimnisse finden. Richtig. Das ist eigentlich das Witzige, ich meine, letztlich, wenn wir sozusagen nicht optional hochgehen würden, würden wir in dem Spiel sozusagen nie wieder dorthin kommen, oder? Weil ich meine, dieser Dungeon ist ja eigentlich nur für diesen Quest hier da. Denke ich mal. So ein bisschen oder, seltsam, oder der Dungeon wird wiederverwertet. Backtracking, aber vielleicht auf eine gute Art und Weise. Spiel speichern, ja. Das sieht mir ganz nach den beiden Dieben aus. Hallo, Dilmo. Wer bitte seid denn ihr? Und was macht ihr hier unten? Derlin. Ihr kommt nicht zufällig gerade aus Maridos? Nein. Aha, verstehe. Ich kann nicht lügen. Das war ja nur eine Frage der Zeit. Das können irgendwelche random Leute sein. Ich finde das so geil. Kommt ihr zu mich, das mache ich das? Nein. Okay, gut, dann gehen wir wieder. Ja, genau das. Einfach sagen, nein, wir kommen da und da. Ja? Aha, verstehe. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis Durmstrang uns seiner Häscher nachschickt. Aber nein, Steve, nein. Hast du denn in Vampire Stone 1 nicht aufgepasst? Vampire haben außergewöhnliche Fähigkeiten, wodurch sie Menschen geschickt manipulieren können, ohne dass diese es merken. Es hat ja auch bei Weiner ganz gut funktioniert. Und das haben wir jetzt gerade bei den beiden auch wieder gemacht. Genau. Und zwingen sie dazu, die Wahrheit zu sagen. Wir haben quasi die Macht. Ich weiß nicht, was der Alte euch zahlt, aber da ihr recht stark ausseht, will ich diplomatisch sein. 6000 Fehler und ein netter Streitkolben, den wir aus Maridos mitgenommen haben, und ihr geht einfach wieder und habt den Mann gefunden. Was ist denn das für eine schlechte Option? 6000 Fehler und ein Streitkolben, der wahrscheinlich jetzt schon wieder komplett nutzlos ist? Und, oder wir bringen sie einfach um und kriegen trotzdem beides und mehr. Wahrscheinlich schon, ja. Nicht nur Krieg, auch noch feige seid ihr. Ich bin dagegen. Was ist denn das, hä? Okay, also hä? Elaine würde lieber das Leben... Also seit wann ist denn Elaine so komisch drauf? Seit wann tötet ihr... Also, war Elaine nicht eigentlich immer diejenige, die noch so am... Töten vermeiden wollte, eigentlich ja schon. Nein, 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 nein. Nur vermeiden, irgendwelche Leute in Vampire zu verwandeln. Leute umzubringen, das ist schon wieder völlig in Ordnung. Okay. Hast gerade dazu nichts zu sagen? Das Gerät des Menschen zu töten. Was mein schweigsamer Freund hier sagen möchte, Jäger geht den Weg des Lebens auf seine Weise, Miss. Ich verurteile ihre nicht, also halten sie es genauso. Haben wir einen Deal, wird es unschön. Aber ich meine, wir haben ja aktuell zumindest nicht nach deren Wissensstand irgendetwas Illegales getan. Also von daher, warum soll er dann unsere Anschauung oder unsere Weltsicht verurteilen? Weißt du, was ich meine? Ja. Klingt doch nicht schlecht. Unsere Hände bekommen wir schon irgendwie anders raus. Hä? Nein, nein, das muss doch genau andersrum sein. Aska muss sagen, töten, töten, töten. Und Elaine musste sagen,
Hey, wir können ja auch das anders machen. Wir bringen sie um. Wir erledigen sie als Gastel. Schlecht für uns. Aber wenn es denn sein muss, kommt her und hört euch ein wenig Ärger ab. Die wissen, dass sie Luschen sind. Wir wissen, dass wir einfach nur ein bisschen Autokampf drücken. Das sieht unheimlich hässlich aus. Ja, also wenn es selbst gemacht ist, dann... Ich finde den... Ich schätze den Aufwand und so, ja? Also ich meine, der vordere, seine Rüstung, das sieht noch so halbwegs okay aus, aber der oben ist mit seinem roten Kopf. Ja, vor allem, der sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein typischer Dorftrottel, weil der Kopf ist viel zu groß. Weißt du, was ich meine? Der sieht aber wirklich so richtig wie so ein Trottel aus. Ja. Vielleicht ist das ja auch Absicht. Ich glaube, er muss eher so sprechen. Nein, bitte nicht, sag nicht so. Nein. Schön, dass sie mich in den Streit kommen haben, dass sie damit nicht kämpfen. Warum kämpfen sie eigentlich mit dem Schwert? 3000 Erfahrungen erhalten, Seele erhalten. Weihnachten Level 32 aufgestiegen, yay! Sehen wir nach, was in der Truhe ist. Wahrscheinlich 20.000 Fehler und ein Streitkolben. Jeder Streitkolben ist nicht drin. Krankheitselixier erhalten, 20.000 Fehler erhalten. Haken Streitkolben erhalten. Okay. Gut, lass uns nach Maridos zurückkehren. Ich will erstmal kurz gucken, was der Streitkolben tolles macht. Moment. Den keiner tragen kann? Hä? Kannst du rechts das Fass mal noch untersuchen? Habe ich das nicht schon? Ich glaube nicht. Doch, das habe ich schon untersucht. Okay. Die Blumen kann ich nicht mitnehmen. Ich werde mich jetzt trotzdem noch weiter... Und unten das Fass? Habe ich doch direkt am Anfang schon untersucht. Nein, das unten, das Omas untersucht, okay. Ich habe auch das untere untersucht. Ist egal. Du hattest deinen Spaß, ja. Ich hatte da hätte ein halber Sachen drin sein können. Oder 5 Fieder. Ach, lass mich raten, irgendwie die Streikkolben kann irgendwie nur Vampirkriegerin oder so einen Scheiß nutzen. Das muss ja für irgendjemand anders sein, ne? Also irgendwie ist das unbefriedigend, wenn man irgendwie so eine Waffe findet, die man irgendwie keiner, der... Na, ich glaube, man bekommt in dem Spiel auch Nyria irgendwann mal ins Team. Ah, okay. Also vielleicht kann sie den ertragen. Auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, was hat denn Nyria denn im Original Memberstone 2 für Waffen? Eigentlich auch Schwerter, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, sagte, war mir am Ende auch zu emo. Und nein, wenn ich meinen Geheimnisse finden Skill ausgebaut habe, werde ich nicht wieder in diese Höhle hier zurückkehren. Schade. Obwohl du das wirklich extrem gerne hättest. Nee, wir müssen ja irgendwie auf die 130 Parts kommen. Wie viel hatten wir bei Vampire 2 regular? Waren das 130, ja? Ich denke mal so um die 130 Parts. Ich glaube, bei Lucifer waren es so 80 oder 70 oder so, ne? Wir haben aber wirklich alles gemacht. Wir konnten nur die eine Quest nicht abgeben. Giftknüppel erhalten, okay. Das ist wahrscheinlich auch wieder eine Waffe, die wir gar nicht tragen können. Wir konnten eine Quest nicht abgeben, wieso? 115 Parts haben wir gebraucht. Krass. Wobei 2 Videos noch gedreht werden müssen. Bis 10. Wir haben nämlich nicht alle Leserbriefe vorgelesen. Ja, ich hoffe, dass es die Leserbriefe hier irgendwie nochmal gibt. Das ist eigentlich wirklich... Nee, ich glaube, im ersten Teil haben wir nicht alle Leserbriefe vorgelesen. Nein, das war im zweiten Teil. Im ersten Teil gab es noch gar keine. Wie soll es denn im ersten Teil Leserbriefe geben, wenn Vampirestone noch gar nicht bekannt war? Das war dann im zweiten Teil, als alle auf Vampirestone 2 gewartet haben. Du hast recht. Und ich habe diesen Secret-Ort, habe ich mal überlegt, ob ich den extra aufnehme, was ich aber nicht machen will, weil da kommerzielle Musik läuft. Gut, also ich meine, letztlich, die kannst du einfach rausnehmen, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Ja, es ist aber, darum geht der Ort. Tatsächlich funktioniert das nicht, wenn man die rausnimmt. Ach so, okay, gut, das ist wieder irgendein Anspielungsort, ne? Ja. Das wollte ich nämlich aufnehmen und das... Hast du keine Chance, ohne Content-ID hochzuladen, darauf habe ich keine Lust. Also so sinnlos Content-IDs, bin ich ganz ehrlich, muss ich mir halt nicht antun. Du hast ja so schon einige seltsame Content-Treffer auf einige Videos gehabt. Ja, genau. Und, ich glaube, bei Mondschein war das am Anfang so, ne? Dass du irgendwie Mondschein nicht hochladen konntest, weil du auch noch ein Problem hattest. Ja, ich habe einen Part, ist auch noch heute noch so, den musste ich muten, genau. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der nächste Part ist dann, hat den Content-ID-Treffer und ab dann aber hat es wieder funktioniert. Das Problem ist halt immer bei so einem Content-ID-Treffer,
ist ja mir ist egal, ob ich darauf am Ende Werbung schalten kann oder nicht. Ja, darum geht's nicht. Aber so ein Content-ID-Treffer, das kann auch mal in einem Strike enden. Und irgendwann kannst du dann noch 5-Minuten-Videos hochladen und dann gar keine mehr. Ja, genau. Also so ein Content-ID-Treffer kann jederzeit, muss man wissen, in einen Strike umgewandelt werden. Und deswegen sollte man die auch eigentlich an sich vermeiden, wenn man es kann. So cool, wie hier zwei Truhen direkt nebeneinander stehen. Oh nein, die ist verschlossen. Ja, Dietrich nicht benutzen, ich probiere es gar nicht erst. Lederhelm. Versuch mal, komm, versuch. Wir wissen doch beide, dass es nichts bringen wird. Wirklich, du hast recht, bevor man den Skill nicht irgendwie auf Level 3 hat, bringt es einfach nichts. Verflixt, ich bin nicht gut genug, es zu knacken. Aber der Dietrich ist noch brauchbar. Hast du das, was du unbedingt sehen wolltest, Steve? Ja. Ich würde mal wieder aufzeigen, wie toll dieser Skill ist. Ja, der nicht auf Max-Level ist. Cool, wir haben diesen Händler. Shahiro. Ich komme hier wohl niemals weg. Oh, da bist du ja wieder. Na, wie ist es in letzter Zeit ergangen? Willst du mir erzählen, dass du jetzt seit etwa einem halben Jahr hier stehst? Ja. Der Wagen steckt tief im Dreck fest, verstehst du? Sehr tief. Na schon gut. Benötigst du einen neuen Arbeitsplatz? Wenn du noch ihm ein Heilmittel verkaufst, hätte ich da vielleicht etwas für dich. Was, wirklich? Das wäre ja großartig. Ich habe einen Typen gesucht, wie es aussieht. Wir haben ein Schiff und bald auch ein Schloss. Dort könntest du einen eigenen Laden öffnen. Nee, ich glaube, das ist genauso wie mit diesem NPC am Anfang, mit dieser Nadia oder Julia oder wie auch immer die hieß. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die stand ja auch nicht in unserem Tagebuch drin. Also ich glaube, es gibt auch NPCs, die kann man einfach so einsammeln. Okay. Das klingt fantastisch. Endlich habe ich auch mal etwas Glück. Endlich raus aus Hartz IV. Ich werde euch gute Waren liefern. Da bin ich ganz sicher. Wie komme ich auf das Schiff? Ich besitze kein Boot. Sag Käsekuchen. Käsekuchen. Na, dir wundert man sich immer wieder. Jetzt bist du schon mit Menschenhändlern befreundet. Da habe ich in dem Part schon wesentlich krasseres von Asgore gesehen. Ja. Befreundet? Er hat mir mal geholfen. Jetzt helfe ich ihm. Dafür hilft er uns. Klingt nach einer guten Beziehung. Und du es sagst. Es ist irgendwie traurig, wenn irgendwie Asgore der cleverste in der Party ist. Asgore hat auf jeden Fall mittlerweile schon wieder mehr Menschlichkeit als Elaine. Vielleicht ist Elaine ja in diesem Spiel die Böse. Wie ist das, wenn er oben muss nach rechts gehen? Unten und rechts, ja, okay, unten und rechts. Okay, gut, ja, das gleiche. Ich wollte jetzt gerade sagen, bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen oder wie war das jetzt? Hier ist nach rechts, oder? Genau. Nee, okay, da ist nichts mehr. Ich glaube, wir haben das. Dann können wir rausgehen. Ich glaube, wir haben das Gebiet jetzt komplett erkundet, oder? Ja. Ja. Krass, okay, es war ziemlich klein. Du kannst jetzt hier nach unten und raus. Genau, und dann haben wir auch hier wieder einen neuen Punkt, weil hier müssen wir später nochmal. Mann, das ist eine Höhle. Die ich mir irgendwann später mal angucke. Oh nein! Nein! Ja, das sind nur zwei. Joachim, der Werfer darf nicht sterben. Mag bitte keinen Autokampf. Ja, Otto. Mach mal gleich eine Heilflasche auf den. Ich gebe ihm direkt noch eine. Okay. Komm, danach kannst du gar nicht mehr Autokampf machen. Ach man, ey, okay, ich muss mal irgendwie gucken, dass ich die Zufallskämpfe hier vielleicht doch irgendwie abstelle, also das... Nö, wir spielen das Spiel schon so, wie es ist. Aber dann ist es frustrierender, Steve. Wenn das Spiel so ist, dann spielen wir das Spiel so. Wollen das Spiel ja so zeigen, wie es ist. Also ich würde eigentlich gerade gerne meine eigene Remaster-Version von Vampire Stone 2 machen. Eigentlich habe ich das Spiel auf eine richtig gute Idee gebracht. Wir wollten doch sowieso unser eigenes Pokémon machen. Wir machen einfach kein Pokémon, weil da haben wir sowieso keine Lizenzen, also nehmen wir einfach irgendwelche Maker-Spiele und... Ja, wir haben ja auch keine Lizenzen. Ich könnte zumindest noch die ganzen Rechtschreibfehler aus unterwegs im Düsterbock rauspatchen. Wenn ich auch sonst nichts für das Spiel tun könnte. Das wäre tatsächlich durchaus eine Möglichkeit, ja.
Weißt du, es gibt dann irgendwann die Retro-Version, neben der Steam-Smike-Version gibt es auch noch die Retro-Version, da sind die Rechtefehler verbessert. Das heißt, da wurde wirklich was Sinnvolles gemacht. Ich muss mal kurz gucken, wo wir jetzt gerade auf der World Map sind. Wo sind wir denn? Siehst du uns? Nein. Aber flieg einfach und dann finde ich schon, wo wir hin müssen. Ja, wir müssen da, wo wir hin müssen. Ja, okay, du hast recht. Einfach. Nach rechts. Was, nach rechts? Nein, nee, nach oben. Ich würde gerade sagen, das war doch hier oben irgendwo, oder? Genau. Das hier müsste es gewesen sein, ne? Jo. Cool, dann ist mir doch eigentlich alles ganz gut vonstatten. Also ich meine, auch wenn der Quest natürlich sehr ausufernd ist, wo war das hier, rechts irgendwo, oder? Nein, nach oben. Auch wenn der Quest mit den ganzen Leuten suchen natürlich sehr ausufernd ist, war das hier? Nein, oben links. So muss ich doch sagen, geht es eigentlich recht zügig so ungefähr, ne? Recht flüssig voran. Das war die Unterstadt. Das war's auch nicht. Oben links. Achso, oben links. Ah, okay. Das hier? Nee. Es sieht von außen irgendwie aus wie so ein Waffenladen, deswegen bin ich da jedes Mal verwirrt, aber ja. Ich muss einfach merken, dass das Schwert in dieser Stadt und das Zeichen für die Kaserne und das Bürgermeisterhaus ist. Ich würde mal wieder speichern so langsam. Einfach mal speichern. Weil das habe ich ja zuletzt erst vor 2 Minuten gemacht. Super. Ach, wie ich ihn gesprochen? Sprich ihn einfach so, wie du möchtest, Steve. Na, habt ihr den Boschen verwischt? Die Insel? Nützlich von Burg Jola? Ja, sie waren auf besagter Insel und haben sich in einer Höhle versteckt. Wir haben kurz einen Prozess gemacht. Ihr seid nach meinem Geschmack Fremde, die mal Arbeit braucht. Wenn ihr mal Arbeit braucht, steht meine Wache euch mit Sicherheit immer offen. Es wäre cool, wenn man daraus jetzt eine echte Questreihe machen könnte. Wir werden daran denken. Na gut, gib mir mal die 50.000 Fehler. Es waren nur 15.000. Lügen! Ja. Mit unseren schlechten Lügen-Skills. Aufgrund eurer Taten sehe ich euch diese Lüge nach. Die beiden hatten bisher kaum Gelegenheit, Geld auszugeben. Es müssten also 20.000 sein. Her damit! Warum? Nein, das ist Quatsch! Allein schon, um auf die Insel zu kommen, müssen ja, die Geld ausgeben. Richtig, da haben sie sich ein Schiff geholt und so weiter. Nein, Nein, Steve, die sind da hingeflogen und haben sich hin teleportiert. Ja, und dann haben sie noch Party gemacht, das Geld da versoffen hieß es doch noch. Die saufen da. Ja, es kostet ja auch Geld. Warum sollte das Geld noch komplett sein? Also, als ob er riechen könnte, dass das eine Lüge ist, weil nein, das ist nicht logisch, dass sie das Geld schon ausgegeben haben. Die Begründung ist halt Quatsch. Hier, das Geld. Na gut, hast uns eben erwischt. Ich bedanke mich. Hier, das sollte euch bei eurer Mühen entschädigen. Topaz erhalten. Teleportstein 7 erhalten. Es gibt Teleportsteine im Spiel. 3x Giftsphäre V2 erhalten. Was hat das? Ja. Und wie versprochen, lasse ich eure Leute frei. Gebt daran, Tino, diese Notiz von mir. Na endlich. Danke. Warum haben wir eigentlich den Teleportstein nicht bekommen, wenn wir ihn umwandeln? Nun, lasst mich alleine. Ich muss den Einsatz der Steuergelder planen. War in der Level 33 aufgestiegen. Warum steht jetzt nicht da, wie viele Erfahrungspunkte wir für den Quest bekommen haben? Waren das jetzt wieder 16.666 oder? Weil das mich als Spieler interessieren könnte? Ich glaube, das wurde ja tatsächlich einfach vergessen. Denke ich mal auch. Oh, muss man mit da rechts, nein, rechts der Typ. Rechts der Typ. Hey, ja. Nein, rechts der Typ. Ach, den da meinst du, okay, gut. Die soll ich nicht benutzen. Ja, ja, ist doch in Ordnung. Auch nicht den. Nein. Ach, der normal aussieht. Der Typ. Der hier? Ja. Aber der sieht nicht aus, als würde er hier dazugehören. Wer gehört dazu? Es sieht aus wie ein kleiner Junge, der sich hier drin verlaufen hat. Hey, wir haben hier eine Notiz des Bürgermeisters. Die Familie soll freigelassen werden. Lasst mal sehen. Ist echt in Ordnung, wartet einen Moment. Aber ich finde es gut, dass wir eine Notiz bekommen haben, dass es nicht per SMS gemacht wurde. So, ja, könnt sie rausholen. Ich entschuldige mich für das ruppige Vorgehen.
Danke. Wir müssen sie rausholen. Können die nicht irgendwie selbst... Nein. Mylon! Zaubert ihr mich gleich wieder in euer Schloss, lieber Onkel? Fast! Werwolf in der Welt 33 aufgestiegen. Wieder bekommen wir Erfahrungspunkte und keine Informationen darüber. Jaira. Oh, tut mir leid, dass wir euch immer solche Umstände bereiten. Ich kenne diese NPCs irgendwie nicht so wirklich, muss ich zugeben. Ja, wir auch nicht. Ach, was? Macht dir keine Sorgen. Ihr helft uns ja auch. Wir sind Menschenfreunde. Aber erst da diesen Teil. Also eigentlich ist es nur Asuka. Elaine ist mittlerweile eher so ein Menschenfeind. Ihr habt ein Talent dafür, euch einsperren zu lassen, oder? Cyphron! Und ihr glücklicherweise dafür, uns wieder rauszuholen. Nur das Schloss halten ist so eine Sache. Diese Kommentare habe ich jetzt mal großzügig überhört. Von mir aus, diese neue Welt scheint nur von Fanatikern bewohnt zu sein. Erst werden wir als Verrückte eingekerkert und jetzt als Schwarzmagier. Und von der Flucht aus diesem Schloss will ich gar nicht erst anfangen. Ach, die sind das, okay. Keine Sorge, wir haben ein Schiff und das Schloss wird bald sicherer denn je sein. Und wenn du Angst vor Fanatikern hast, bist du bei uns genau in den richtigen Händen. Naja, ich gebe der Sache manchmal nochmal eine Chance. Hier können meine Familie und ich wohl kaum bleiben. Bitte schön für die Rettung. So, dann geh mal ins Schloss, aufs Schiff und gib mal Seelen aus. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um den Part abzuschließen. Basis. Genau, wir können einfach zur Basis, weil hier werden wir nicht mehr zurückkehren. Also vorerst nicht. So, und dann kannst du oben. Hier war das. Links. Nicht. Nee, links. Hier war das. Gerade mal 70 Seelen. Okay, nee, okay. Dann gehen wir raus. Aber ja, fahr mal, wo wir sehen, hier wie wir haben. Genau. So, warte kurz. Und dann brauchen wir nämlich noch Geheimnis finden. Haben wir noch gar nicht. Wie es aussieht. Geheimnis finden, genau. Genau. Und, warte, was war das? Alte Sprachen brauchen wir eigentlich momentan noch nicht. So, nee. Brauchen wir auch noch? Nein. Nein, ist egal. Die drunter sind alle scheiße. Das ist auch Quatsch. Also, ich würde jetzt nur noch machen, das Geheimnis schriften, weil das nützlich ist für, allgemein. Okay, ne? Na, dann machen wir das einfach mal. Gut. So. Alles klar, na, dann wir würden uns immer bei netten Kommentaren einen Daumen nach oben suchen und dann heißt es, dass im nächsten Part die Suche weitergeht. Es sollten ja nur noch 3 oder 4 Leute sein, die wir finden müssen, ne? Genau. Alles klar, bis zum nächsten Mal, ne? Und möge die alte Macht mit euch sein. Tschüss.